Liebe Schwestern, liebe Brüder, in der Osternacht ist unser Herr Jesus Christus vom Tod auferstanden und zum Leben hinübergegangen. Darum hält die Kirche in der ganzen Welt diese Nacht heilig. Sie lädt ihre Söhne und Töchter, wo immer sie wohnen, ein, zu wachen und zu beten. Auch wir sind zu Beginn dieser Nacht der Einladung gefolgt. Wir begehen das Gedächtnis des österlichen Heilswerkes Christi, indem wir das Wort Gottes hören und die heiligen Mysterien feiern, in der zuversichtlichen Hoffnung, dass wir einst am Sieg Christi über den Tod und an seinem Leben in Gott teilnehmen dürfen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast durch Christus allen, die an dich glauben, das Licht deiner Herrlichkeit geoffenbart. Segne dieses neue Feuer, das die Nacht erhellt, und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht, damit wir mit reinem Herzen zum ewigen Osterfest gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Christus gestern, Christus heute, Christus in Ewigkeit, Alpha und Omega, Anfang und Ende. Sein ist die Zeit und die Ewigkeit, sein ist die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Durch seine heiligen Wunden, die leuchten in Herrlichkeit, behüte uns und bewahre uns, Christus der Herr. Christus ist glorreich auferstanden vom Tod. Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen. Lumen Christi. Lumen Christi. Lumen Christi.
dem Entzünden der Osterkerze und dem Einzug in die dunkle Kirche erklingt jetzt das feierliche Osterlob, der Hymnus auf das Licht der heiligen Nacht. Frohlocket die Chöre der Engel, frohlocket die himmlischen Scharen, lasset die Posaune erschallen, preiset den Sieger, den erhabenen König. Lob singe, du Erde, überstrahlt vom Glanz aus der Höhe, Licht des großen Königs umleuchtet dich. Siehe, geschwunden ist aller Orten das Dunkel. Auch du freue dich, Mutterkirche, umkleidet von Licht und herrlichem Glanze, töne wieder heilige Halle, töne von des Volkes mächtigem Jubel. In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den allmächtigen Vater, mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stimme zu preisen. Er hat für uns beim ewigen Vater Adams Schuld bezahlt und den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen hat. Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die Türen der Gläubigen heiligt und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben. Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat. Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von den Lastern der Welt, dem Elend der Sünde entreißt, ins Reich der Gnade heimführt und einfügt in die heilige Kirche. Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. O unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg, reinigt von Schuld die
gibt den Sündern die Unschuld, den Trauernden Freude. O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet. In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm an das Abendopfer unseres Lobes. Nimm diese Kerze entgegen als unsere festliche Gabe. Aus dem köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht von deiner heiligen Kirche durch die Hand ihrer Diener. So bitten wir dich, o Herr, geweiht zum Ruhm deines Namens, leuchte die Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Nimm sie an als lieblich duftendes Opfer, vermähle ihr Licht mit den Lichtern am Himmel. Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht. Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Dem wunderbaren Lobpreis des österlichen Lichtes hören wir jetzt das Wort Gottes. Von Anfang der Schöpfung bis zu jenem Augenblick, wo es heißt, der Stein ist weggerollt. Lesung aus dem Buch Genesis. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch. Füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen, allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat. Gebe ich euch alles grüne Gewächs zur Nahrung, und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Wort des lebendigen Gottes. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Sende aus deinen Geist.
Allmächtiger Gott, du bist wunderbar in allem, was du tust. Lass deine Erlösten erkennen, dass deine Schöpfung groß ist, doch größer noch das Werk der Erlösung, die du uns in der Fülle der Zeit geschenkt hast, durch den Tod des Osterlammes, unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, erschraken sie sehr und schrien zum Herrn. Da sprach der Herr zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach hinten, und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kamen zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da, und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen, und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach,
alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägyptern seine Wagen und Reiter zudeckt. Mose streckte seine Hand über das Meer, und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden, mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sagten: Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Wort des lebendigen Gottes. Herr, unser Gott, du hast uns durch das Licht des neuen Bundes den Sinn der Wunder erschlossen, die du im alten Bund gewirkt hast. Das Rote Meer ist ein Bild für das Wasser der Taufe. Das befreite Volk Israel deutet hin auf das heilige Volk des neuen Bundes. Gib, dass alle Menschen durch den Glauben an der Würde Israels teilhaben und im Heiligen Geist die Gnade der Wiedergeburt empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Lesung aus dem Buch Ezechiel. Das Wort des Herrn erging an mich. Menschensohn, als die vom Haus Israel in ihrem Land wohnten, machten sie es durch ihre Wege und ihre Taten unrein. Da goss ich meinen Zorn über sie aus, weil sie Blut vergossen im Land und es mit ihren Götzen befleckten. Ich zerstreute sie unter die Nationen. In die Länder wurden sie vertrieben. Nach ihren Wegen und nach ihren Taten habe ich sie gerichtet. Als sie aber zu den Nationen kamen, entweihten sie überall, wohin sie kamen, meinen heiligen Namen. Denn man sagte von ihnen, das ist das Volk des Herrn, und doch mussten sie sein Land verlassen. Da tat mir mein heiliger Name leid, denn das Haus Israel bei den Nationen entweihte, wohin es auch kam. Darum sagt zum Haus Israel, so spricht Gott der Herr. Nicht euretwegen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Nationen entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid. Meinen großen, bei den Nationen entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Nationen, Spruch Gottes des Herrn, werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als Heiliger weise. Ich nehme euch heraus aus den Nationen, ich sammle euch aus allen Ländern und ich bringe euch zu euren Ackerboden. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und ich gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich gebe meinen Geist in euer Inneres und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Ihr werdet mir Volk sein und ich werde euch Gott sein. Wort des lebendigen Gottes. Gott, du unwandelbare Kraft, du ewiges Licht, schau gütig auf deine Kirche und wirke durch sie das Heil der Menschen. So erfahre die Welt, was du von Ewigkeit her bestimmt hast. Was alt ist, wird neu, was dunkel ist, wird Licht. Was tot war, ersteht zum neuen Leben. Und alles wird wieder heil, in dem, der der Ursprung von allem ist, in unserem Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Lasset uns beten. Gott, du hast diese Nacht hell gemacht durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn. Erwecke in deiner Kirche den Geist der Kindschaft, den du uns durch die Taufe geschenkt hast, damit wir neu werden an Leib und Seele und dir mit aufrichtigem Herzen dienen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens verwandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn, denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal gestorben für die Sünde. Sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Wort des lebendigen Gottes. Hallelujah.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggebracht war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Sie hier in der Domkirche sind, liebe Schwestern und Brüder, die Sie über das Fernsehen, über ORF 3 heute Abend mit uns in der Domkirche sind, um Ostern zu feiern. Ein Abend, an dem die Kirche zusammenkommt im Lichtschein der Osterkerze und Geschichten erzählt. Nämlich jene Geschichte, zunächst vom Anfang des Menschen. Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau, schuf er sie als Abbild Gottes, schuf er sie. Der Mensch ist Abbild Gottes, nicht Abbild des Menschen. Also, ich sage es etwas vereinfacht, der Mensch ist Gott aus dem Gesicht geschnitten. Und das erstrahlt heute im Lichtschein der Osterkerze, haben wir die Ausstrahlung und sind unserem Gott aus dem Gesicht geschnitten. Das heißt, wenn Eltern Kindern das Leben schenken, ihre Liebe ein Gesicht geben, dann helfen sie unserem Gott, dass er der Welt sein Abbild zeigen kann. Ich danke meinen Eltern, dass sie Gott geholfen haben, ihm ein Abbild zu schenken. Das war die erste Geschichte, die uns hereingeführt hat in diesem Abend nach dem Osterlob. Und dann kam jene Erzählung von Durchzug durch das Rote Meer. Das ist schon eine dramatische Erzählung. Vor allem, wenn es dann so heißt, Rosse und Reiter warf er ins Meer. Manche fragen, muss man denn das lesen in der Osternacht? Das zeigt halt, dass das Volk Gottes in Knechtschaft war. Bedrängnis hatte, in Ägypten unterjocht wurde.
Und jetzt haben sie es unternommen, mit Mose aus dieser Unterwerfung herauszukommen. Und sie kommen durch und sagen dann, Gott hat uns geholfen. In einem jüdischen Midrasch, das ist eine Auslegung religiöser Texte im rabbinischen Judentum, heißt es, damals haben Engel angefangen zu singen. Da verbot Gott den Engeln zu singen. Denn, so heißt es in der Erzählung, Gott hat auch ein Herz für die Ägypter. Auch die Ägypter sind Menschen. Singen dürfen nur die Geretteten, nicht die Zuschauer. Es gibt Vorkommnisse in unserem Leben, da sprechen wir als Betroffene, als Ergriffene, als Durchgekommene. Und das darf nicht von außen kommentiert werden. Das verträgt keinen Applaus. Die Betroffenen, die sprechen so. Also wir haben das Lied von Betroffenen gehört, die Gott gerettet hat, aus der Bedrängnis hinausgeführt hat in das gelobte Land, in eine neue Freiheit, wo er ihnen dann, wie es in der Lesung danach geheißen hat, wo er gesagt hat, jetzt schenke ich euch ein neues Herz. Ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott. Wir zwei gehören zusammen, Gott und sein Volk. Das hat er dann wieder deutlich gemacht mit Jesus von Nazareth, dass er gesagt hat, ich bin mit euch. Er hat ihnen das in Galiläa erklärt, gezeigt, er war unterwegs mit ihnen dort, bis sie ihn festgenagelt haben und gekreuzigt haben. Und dann braucht es keinen Totenkult für den Jesus von Nazareth. Es geht auch nicht um Leichenreden, sondern Wilhelm Brunner sagt einmal, Frauen auf dem Weg zum Grab, um ihre gekreuzigte Hoffnung zu salben. Das ist das heutige Evangelium. Frauen am ersten Tag in der Morgensonne, im Morgengrauen unterwegs, um ihre gekreuzigte Hoffnung zu salben. Aber der offene Fels treibt ihre Trauer ins Leben. Sprachlos hören sie am Morgen des ersten Tages der Woche, er geht euch voraus nach Galiläa. Er geht also dorthin, wo ihr Leben habt. Er geht dorthin, wo ihr zu Hause seid. Er geht in eure Wohnungen. Gott ist uns voraus nach Galiläa. Das heißt jetzt nicht, dass wir nach Galiläa fahren sollen. Wie schön wär's. Und wer schon einmal dort war, ist tief berührt von dieser Landschaft, von den vielen Kulturen, die dort sind, vom See Genezareth. Galiläa, das ist dort, wo sie wohnen. Wobei es jetzt nicht bloß darum geht, das Äußere umzustellen, sondern im Innern das Leuchten des Auferstandenen zuzulassen. Im Innern unseres Herzens den Ort der Auferstehung zu suchen. Wie oft sind wir im Außen bedrängt und meinen, das ist so wichtig, die Geschäftigkeit, der Alltag, das Tun, das Dasein. Galiläa kann ganz tief in uns sein, unser Herz, das Ausschau hält nach einer Lebensordnung, die Maß nimmt an dem Jesus von Nazareth, der nicht zurückgeschlagen hat, der geholfen hat, der aufmerksam war, der das Brot geteilt hat, der so heilsame Berührungen den Menschen schenkte, dass sie aufatmen konnten, der so von innen heraus gelebt hat. Wenn wir das entdecken, der Auferstandene in uns, das neue Leben der Hoffnung in unserem Herzen, dann bekommen wir vom Herzen her tatsächlich das, was der Prophet Ezechiel gesagt hat, ich schenke euch ein neues Herz. Oder anders, wir bekommen das Leuchten des Osterlichtes in unser Gesicht.
Und dann merken wir, der ist nicht gestorben, sondern geht uns voraus. Und das fängt hier schon an, oder dort, wo Sie jetzt Ostern feiern, wo Sie heute Abend sind, entdecken Sie den Lichtglanz Ihrer inneren Würde. Das gilt auch für die, die krank sind, für die, die es schwer haben, für die, die allein sind. Dieses Osterlicht, dieses Licht mit den Nägeln hier, mit den Wundmalen, das leuchtet in unserer Seele und schenkt uns eine Ausstrahlung, die unübertrefflich hoffnungsvoll ist. Dorothee Sölle hat einmal gesagt, der Tod ist immer schon hinter uns. Vor uns ist die Liebe. Wir brauchen den Gekreuzigten nicht im Grab unseres Herzens suchen, sondern in der Lebendigkeit unserer Seele. Er geht uns voraus. Ostern, Auferstehung. Amen. Ich darf jetzt in dieser heiligen Nacht das Wasser weihen und segnen, mit dem wir dann besprengt werden und das uns an unsere Taufe erinnert. Wir sind mit der Taufe durch das Rote Meer hindurchgegangen und dürfen das Leben im Lichtschein des Auferstandenen suchen. Herr, unser Gott, sei deinem Volk nahe, das wachend und betend diese Osternacht feiert. Du hast uns wunderbar erschaffen und noch wunderbarer wiederhergestellt. Wir gedenken deiner großen Taten und bitten dich, segne dieses Wasser. Damit es der Erde Fruchtbarkeit bringt und uns Menschen zum frischen Trunk und zum reinigenden Bad wird. Du hast das Wasser in Dienst genommen für das Werk deines Erbarmens. Im Roten Meer hast du dein Volk durch das Wasser aus der Knechtschaft Ägyptens befreit, in der Wüste mit Wasser aus dem Felsen seinen Durst gestillt. Die Propheten sahen im Bild des lebendigen Wassers den neuen Bund, den du mit uns Menschen schließen wolltest. Durch das Wasser, das Christus im Jordan geheiligt hat, reinigst du im Bad der Taufe den sündigen Menschen und schenkst ihm das neue Leben deiner Kinder. Darum sei dieses Wasser eine Erinnerung an unsere Taufe. Es vereinige uns in österlicher Freude mit unseren Brüdern und Schwestern, die in dieser heiligen Nacht getauft werden, und mit allen, die aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wiedergeboren sind zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Bei vielen von uns haben die Eltern bei unserer Taufe dem Bösen abgesagt und ihren Glauben bekannt. Heute werden wir gefragt, in Erinnerung an unsere Taufe, ob wir dem Satanischen in unserem Leben ein entschiedenes Nein entgegensagen und unseren Glauben an Gott festigen. So darf ich alle fragen: Widersagt ihr dem Satan, ich widersage, und all seiner Bosheit, ich widersage, und all seinen Verlockungen, ich widersage, glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Ich glaube. Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt? Ich glaube. Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden,
die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ich glaube. Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt und uns alle Sünden vergeben. Er bewahre uns durch seine Gnade in Christus Jesus, unserem Herrn, zum ewigen Leben. Amen. Amen. Gott der Freiheit, wir feiern Ostern, den Aufstand des Lebens gegen den Tod. Kein Grab konnte Jesus festhalten, so ist er nun in unserer Mitte. Wir bitten dich. Wenn wir das Staunen verloren haben darüber, dass es diese Welt gibt und uns gibt, dann schenke uns ein dankbares Herz, ein Gespür für das Wunder des Lebens, für dein geheimnisvolles Wirken in allen und in allem. Wir bitten dich, erhöre uns. Wenn es deiner Kirche schwerfällt, Ostern zu feiern, und wenn uns das Schönste unglaublich erscheint, dann lass sie neu auf dich stoßen. Begegne uns, schenke uns Osteraugen, eine neue Sprache für das Geheimnis, die zu Herzen geht. Wir bitten dich, erhöre uns. Wenn deine Welt so oberflächlich und vergesslich lebt, wie auf der Flucht vor dir, dann erweise dich als lebendig, bringe sie zur Besinnung und stelle dich allen Mächten des Todes entgegen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wenn auch am Ostertag Unfriede herrscht, dann fahre mit deinem Geist des Friedens in die Herzen der Mächtigen, dass sie sich umstimmen und besänftigen lassen. Und lass uns den Schrei der Ärmsten in den Elendsgebieten dieser Welt nicht überhören. Wir bitten dich, erhöre uns. Wenn auch am Ostertag Menschen tief traurig sind, wenn sie bitterlich weinen und sich schon zu Lebzeiten vergessen und wie begraben erfahren, dann führe du Menschen in ihre Nähe, die ihnen zu Nächsten werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Wenn wir am Fest des Lebens im Gebet an Menschen denken, die der Tod uns nahm, dann bitten wir. Lass sie nicht fallen, die du für das Leben geschaffen hast, sondern lass dein Osterwunder überspringen auf sie und alle Verstorbenen. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, deine Liebe ist größer, tiefer und weiter, als wir denken können.
In österlicher Freude sei dir Ehre und unser Halleluja, jetzt und in Ewigkeit. Thank you.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, nimm die Gebete und Gaben deines Volkes an und gib, dass diese österliche Feier, die im Opfer des wahren Osterlammes ihren Ursprung hat, uns zum ewigen Heil führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diese Nacht aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt in dieser Nacht der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche die hochheilige Nacht der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Thank you.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Alois, Altbischof Klaus, Weihbischof Anton und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, Schwestern und Brüdern im Ordensstand und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bereit sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit unseren Namenspatronen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Beten wir füreinander, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach ihnen den Frieden zu. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Schenken auch wir einander den Frieden des Herrn durch Zuneigung.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Leib Christi, Amen.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns durch die österlichen Sakramente gestärkt. Schenke uns den Geist deiner Liebe, damit deine Gemeinde ein Herz und eine Seele wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Es gehört zur guten Tradition in unserem Land, dass am Schluss dieser Feier die Gaben gesegnet werden, die Sie fürs österliche Mahl zu Hause haben, dass Sie weiter feiern in die Nacht hinein mit dem gesegneten Gaben hier in der Kirche, aber auch zu Hause. Jetzt ist der Augenblick, wo Sie auf Ihren Tisch herholen sollten, Ihre Osterjause und die Ostergaben. Ich denke, der Segen, den ich hier spreche, der geht auch in Ihre Häuser und in Ihre Wohnungen hinein. Sie mögen spüren, dass Sie ein gesegnetes Miteinander haben bei diesem österlichen Mahl. Wir lassen uns hinführen zur Bitte um den Segen. Lasset uns beten. Herr, du bist nach deiner Auferstehung den Jüngern erschienen und hast mit ihnen gegessen. Du hast uns zu deinem Tisch geladen und das Ostermahl mit uns gefeiert. Segne dieses Brot, die Eier und das Fleisch und sei auch beim österlichen Mahl in unseren Häusern unter uns gegenwärtig. Lass uns wachsen in der geschwisterlichen Liebe und in der österlichen Freude und versammle uns alle zu deinem ewigen Ostermahl, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Ich bin Ihnen allen sehr dankbar für das gemeinsame Feiern von Ostern. Ich danke dem ORF, dass es möglich war, Gründonnerstag, Karfreitag und die Osternacht hier aus dieser Kirche in die Häuser zu bringen und aus den Häusern die Mitfeiernden herzuholen. Dankeschön allen, die hier gearbeitet haben, die letzten Tage und am heutigen Abend. Ich danke meiner Assistenz, unseren Priesterseminaristen, dem Subregens, dem Dompfarrer, der Assistenz, dem Zeremoniär, allen, die hier gesungen haben, gebetet haben, allen, die am Chor waren, den Musikerinnen und Musikern, unserem Domorganisten und Domkapellmeister. Mit der Musik haben wir uns hineinsingen lassen in das Schwere der Leidenszeit, aber heute auch in das österliche Halleluja. Ich habe bei diesem Gottesdienst heute ganz besonders auch an die Kranken gedacht, an sie, wie sie vielleicht ans Bett gefesselt sind, die sie nicht hinaus können, dass sie spüren, die innere Kraft der Seele soll durch das Osterlicht zum Leuchten kommen. Den Familien, die die Freude haben, miteinander Ostern zu feiern und all den Bräuchen, die in unserem Land da sind, es möge die Freude aus der heutigen Nacht in die nächsten Tage hineinklingen, sodass wir die Kraft haben, im Miteinander stark zu sein, dass wir die Kraft haben zu vertrauen, dass das Leben sich letztlich durchsetzt. In großer Freude, dass jetzt das Osterlicht brennt,
erbitte ich Ihnen allen den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch und alle, die euch anvertraut sind, der gute und treue Gott. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Halleluja. Halleluja.